Komnenos Avanitakis sucht eine Wohnung in London, von Athen aus. Den jungen arbeitslosen Griechen zieht es ins Ausland, wie viele seiner griechischen Altersgenossen. Es ist schwer für mich. Ich will Griechenland eigentlich nicht verlassen. Aber so ist nun einmal die Lage. Andere nehmen dir die Entscheidung ab. Hier in Griechenland gibt es keine Arbeit, also musst du weg, um eine bessere Zukunft zu finden. Zur Uni gegangen ist Komnenos in Großbritannien, mit der Idee im Hinterkopf, anschließend in die Heimat zurückzukehren und dort zu arbeiten. Während des Studiums in Großbritannien habe ich mir gesagt, okay, du machst hier deinen Abschluss und findest in Griechenland einen Job. Es war wie eine Seifenblase. Als ich hierher kam, ist diese Seifenblase geplatzt und ich habe mich gefragt, was ist hier los? Er ist nicht der Einzige. Drei seiner Freunde suchen ebenfalls in Großbritannien nach Jobs. In Griechenland sehen sie keine Perspektiven. Ein Viertel der 15- bis 29-Jährigen hier ist arbeitslos. Ich werde erstmal nach Großbritannien gehen und irgendetwas machen, was ich nicht studiert habe. Aber dann werde ich versuchen, etwas anderes zu finden. Experten warnen vor einem regelrechten Exodus. Die massenhafte Flucht junger, gut ausgebildeter Griechen könnte die am Boden liegende griechische Wirtschaft weiter schwächen. More qualification doesn't mean that you are going to be. Besser ausgebildet zu sein, schützt nicht vor Arbeitslosigkeit. Und es bedeutet definitiv nicht, besser bezahlt zu werden als Leute mit niedrigerer Qualifikation. Than the people that they are with less qualifications. Deshalb gibt es eine regelrechte Abstimmung mit den Füßen. Viele junge Griechen kehren ihrer Heimat den Rücken. Einer Untersuchung zufolge können sich drei Viertel der jungen Leute vorstellen, ihr Glück im Ausland zu suchen.